Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real-Projekt zusammen mit Manuel. Guten Tag. Und mit Max. Servus. Tja, eigentlich haben wir ja die letzten Parts oder jeden Mitspieler eigentlich schon so durchgefragt, was er so macht und so weiter noch. Und bis auf Max, weil er so ewig lang nicht dabei war. Und natürlich wissen wir bei Max einige schon, weil du bist, glaube ich, die meisten Parts der Welt dabei gewesen, oder? Jo. Kommt wahrscheinlich hin, wir sind jetzt über 400 Bart schon. Das 400er Abo, halt sozusagen, habe ich gar kein Special gemacht gehabt, weil ich das einfach ja bei den Aufnahmen irgendwie nicht mitbekommen habe. Du weiß nicht, du bist seit weiß nicht, Bart 20 so ungefähr? Oder ja. Weißt du deinen ersten Bart noch? Ja, ich glaube 16 oder so. So irgendwas, ja. So, ich sag so 20, ja, natürlich 16. Ja, ich weiß es nicht genau, was ich glaube. Wenn schon, denn schon. Man muss immer unterbieten, Markus, nicht überbieten. Achso, verstehe. Nein, aber weil die anderen haben ja schon schön erzählen dürfen, was sie so machen noch in ihrer Freizeit. Bei Max wissen wir einiges, wie Feuerwehr, ja, sein Holzfäller-Dingsbums noch, was sie so in der Familie haben, den Wald, was sie besitzen. Aber es gibt sicher noch ein paar Kleinigkeiten, oder? Er spielt noch Fußball. Hat ja auch schon mal erzählt, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Nicht? Nein, ich weiß, dass der Manuel Fußball spielt. Ich weiß, dass du Training hast, aber ich glaube, du hast Training irgendwas in einem Kampfsport. Nee, ich spiele Fußball. Torwart. Okay. Nein, habe ich nicht gewusst. Schon seitdem ich 6 oder 7 Jahre alt bin. Und hast du einmal sozusagen jeden Dienstag eigentlich Training? Eigentlich habe ich immer Dienstag, Donnerstag und halt am Wochenende, aber mittlerweile habe ich Dienstag und Freitag immer Training und am Wochenende halt Spiel. Aber. Das wird jetzt eher ein bisschen weniger werden, wenn ich jetzt anfange mit Arbeit. Das wird wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Ja, naja, vielleicht am Wochenende, wenn ich wieder bin. Ja, das Problem ist, wenn du nicht im Training bist. Ja, es ist halt, du musst, okay, du, als Tormann ist es jetzt nicht so tragisch, aber als Feldspieler ist es, glaube ich, heftig, wenn du nachher nicht die Abbestimmungen sozusagen mit den anderen, die ganzen, wenn du irgendwelche Taktiken trainierst oder sowas, nicht dabei warst und nur spielst, dann ist es. Okay, ihr spielt sicher in einer Liga, wo es nicht so schlimm ist, wenn du mal irgendwas magst oder wenn du mal. Da geht es eher um die Garde, schätze ich mal. Ja, es geht. Wenn ich in der ersten Mannschaft spiele, weil unser Torwart von der ersten Mannschaft soll jetzt auf, dann ist schon ein bisschen um was. Okay. Das ist schon relativ hochklassige Liga. So ja, Dünger gibt's am Hof, oder? Dünger oder? Gibt's. Musst du schaufeln. Aha. Ja, okay. Kunstdünger. Aber wie ist es. Weiß nicht, wenn du dann höheren sozusagen wie oft, die werden ja dann auch öfter trainieren, oder nicht? Zweimal die Woche. Es ist halt auch mal freizeitmäßig. Zwei bis dreimal ungefähr. Na, ich bin gespannt, wie du das hinbekommst. Halt, der Manuel weiß es ja noch nicht, wir können ihm kurz, dass wir ihn mal aufklären. Der Max macht jetzt, hat jetzt sozusagen seine Abitur, da habe ich dir gar nicht gratuliert, abgeschlossen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Und beginnt jetzt eine Offizierslaufbahn und Studium bei der Bundeswehr. Das finde ich auch interessant. Halt, da hat er sicher einiges zu erzählen, aber er ist halt ja standardmäßig sozusagen 5 Tage in der Woche nicht zu Hause, beziehungsweise nicht, wo er obwohl heutzutage wahrscheinlich in den ganzen Kasernen hast du sogar Internetanschluss und überall alles. Ja, das weil was magst du dann am Abend sonst außer ja, saufen? Das ist halt der Standard, was man sagt beim Bundesheerland. Ja. Dünger ist links in der Halle, gell? Wenn ich davor stehe, oder? Schau, das was nicht weiß ist. Halt das, was so griselig ist. Das eine, er hat so eine ganz glatte weiße Textur, das ist der Kalk. Und dann hast du einmal noch die griselige Textur und ja, das gut, ist der Kunstdünger. Ist ich glaube, der linke müsste es sein, das könnte schon schimmern. Ja. Und ja, halt. Ich bin gespannt, wie du deine Hobbys dann oder wie du das machst. Ja, gerade wenn du beim Fußball nicht beim Training bist. Ja, wird schwierig. Wird aber alles gehen, denke ich. Hast du ihnen eh schon gesagt, dass du das machst? Ja, die wissen schon Bescheid, die wollten es eh wissen bei mir. Ja, das ist, die werden auch damit. Meine Antwort soll von uns ja auf. Die werden planen müssen. Saisonende aufhören. Ja. Ja, das ist halt wirklich schwer nachher für dich auch zu entscheiden, ob du als erster Torwart überhaupt da halt sozusagen eingesetzt werden kannst. Das, wenn du das Problem ist ja, sie haben ja momentan dann nur noch ein Torwart. Ja, also aber mir. Dann wird halt
Keine Ahnung, wenn das eine höhere, dann wird halt einer gekauft. Oder so viel Geld ist nicht da. Ja, nee, so hoch und dann auch. Okay. Halt eher doch das in der untersten. Ja, es ist halt Freizeit. Ja. Halt aus Lust und Spaß machen es alle eigentlich ziemlich. Weil wenn du in einer höheren Liga bist, dann hast du ja doch Preisgelder, wo du gewinnst oder so ein bisschen, und dann kannst du ja doch, also gerade wenn du dann Torwart nicht hast, aber einen guten kannst du halt dann auch nicht leisten, weil wer geht nachher irgendwo, weil so ein großes Dorf oder Stadt seid ihr ja nicht, wo du wohnst, nee, soweit ich weiß. Nee, nee. Und wer zieht denn freiwillig nachher nach, keine Ahnung, Buxtehude oder Transdanubiens, wie man bei uns auch so sagt. Halt auf den Arsch der Welt oder wo die Hennen den Füchsen gute Nacht sagen, so ungefähr. Weil das ist schon ein bisschen heftig. Ja, aber da wird schon wie mit dem anderen geben, da werden schon mit dem anderen einsetzen, hochtrainieren auf Torwart, ich sag's dir. Ja, ist halt schwierig, wenn das nicht vom Kind ist. Als Torwart ist halt immer schwierig, aber haben sie schon gesehen. Ja, du musst halt groß sein, ist wichtig, du brauchst eine Sprungkraft und du brauchst eine Intuition. Halt, dass du weißt, was wird der Gegner machen. Ja, und das ist halt schwierig, dass halt in einem relativ, ich mal sage, Fortschritt im Alter, dann nochmal zu lernen, als wenn das jetzt von der Jugend dann halt schon. Das stimmt schon, aber ich glaube, Dormann ist einer, da muss halt die Verteidigung besser stehen. Ja, ist richtig. Wenn du einen schlechten Dormann hast, brauchst du eine bessere Verteidigung. Ich glaube, dass es halt schwieriger wird, einen, weiß nicht, wenn du nicht trainiert bist, halt wenn du nicht die zweimal in der Woche mit der Mannschaft zusammenarbeitest, weil du musst als Tormann, gibst du ja eigentlich der Verteidigung Befehle. Ja. Und wenn du nicht mit den Verteidigungen zusammen trainierst, dann ist das auch schwieriger, die einzuschätzen, was die können. Richtig. Weil das musst du eigentlich als Tormann können. Du musst wissen, welchen Typen stellst du in die Mauer links, welchen stellst du irgendwo zu dir im Store auf die Stange oder sowas hin. Natürlich entscheidet das meiste der Trainer, aber trotzdem musst du als Tormann einfach sagen, ja. Oder geh du hin zum Ball, das muss man sich verständigen können. Ja. Mit Gesicht und nicht schreien, weil wenn du schreist, nein, der Tormann, halt, ich nein, ich renn raus, ist es schon zu spät. Nimm du, ich hab ihn sicher. Was? Nimm du, ich hab ihn sicher. Ja, genau. Dann ist es schon zu spät, weil dann wissen die Gegner schon, was du machen willst. Und ich glaube, das ist nicht so klug. Das ist sinnvoller, wenn der Gegner nicht weiß, was du machen willst. Wirklich? Was? Wirklich? Ne, ich weiß nicht, keine Ahnung. Manche Gegner sind, glaube ich, so dumm, dass sogar wissen, wenn du ihnen sagst, ich mache jetzt nachher einen Freistoß, der geht auf die rechte obere Ecke, dass sie es nicht schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es solche Gegner auch gibt. Es gibt alle Personentypen. Wir hatten auch schon eine Mannschaft, die war eigentlich die schlechteste Mannschaft überhaupt, und die hat einfach mal den gegen den Tabellenzweiten, ich glaube mit 12-0, glaube verloren, oder 12-1. Verloren oder gewonnen? Ne, verloren. Also der Tabellenletzte hat verloren. Ja, okay. Hat gegen den Tabellenersten, wo es bei denen noch um die Meisterschaft ging, 2-0 gewonnen. Okay, ja, das kann sein. Das ist, hast du ja auch gesehen bei der letzten Weltmeisterschaft, hat ja USA, da hat ja der Co-Trainer, halt der Österreicher, wie heißt der Herzog? Ja, Herzog ist es gewesen, glaube ich. Hat ja eine Taktik eingeführt bei denen, die es noch nicht gegeben hat auf der Welt. Halt mit hineinlaufen und den Ball nachher zurückspielen und so weiter. Und du hast ja die haben komplett den. Die Taktik kannst du zwar nur einmal vermachen als Mannschaft, weil dann kennen sie alle. Mhm. Und dann, ja, aber die Taktik hat er ihnen ein Tor gebracht, ganz einfach. Und das war der Siegestor, ne? Und das kannst du halt mit einer schlechten Mannschaft, auch wenn du nur die eine Situation lernst, kannst du trotzdem mit der einen Situation, ja, das Spiel gewinnen. Es reicht ein Tor. Und dann stellst du dich hinten hinein. Weil wenn weiß nicht, 10 Mann oder weiß nicht, 8 Mann oder 7 Mann hinten stehen, kommt keiner so schnell durch. Da musst du schon gute Spieler haben. Jo, brauchst du etwas Hilfe, Max? Nee, geht schon. Das habt ihr schon wieder festgefahren? Nein. Nein, nie. Nie würdet ihr euch festfahren. Ich bin jetzt nämlich dem gleich fertig. Ich mache jetzt noch die letzte Bahn, dann eine Seite Vorgewende noch. Und dann. Das sah gut aus, Max. Bin ich hier auch schon. Hab ich gut gelöst. Jetzt habe ich den Grube überschoben. Ganz schlecht, ganz schlecht.
Ja, und Max, was machst du sonst noch? Außer Fußball, Freundin, die du eigentlich so also irgendwie. Ja. Ja, Freundin halt. Ja, und ist halt Freunde. Was? Irgendwas Freunde. Was? Ist halt eine Freundin. Ja. Sie ist halt auch da, groß. Sagen wir so. Sollen wir damit groß machen? Was mit der Freundin? Da hätte man genug einfallen halt. Ja, auch. Ich will gar nicht wissen, was Markus macht, wenn er eine Freundin hat. Aber die Freundin müsste sich, glaube ich, an mich anpassen. Beziehungsweise müsste ziemlich die gleichen Interessen, weil ich glaube, ich bin kein Typ, der so schnell seine Interessen aufgibt. Genauso wie Nein. Der Max, glaube ich auch nicht, dass der einfach so schnell, auch wenn deine Freundin eine, weiß nicht, auf einer Richterskala von 10 Punkten eine 12 daherkommen würde. Ich glaube nicht, dass du da einfach alles, dein Leben halt sozusagen umstellen wirst für die. Das denke ich auch nicht. Halt, ich wäre nicht der Typ dafür, weil. Ah, ich finde das auch Kompromiss, nicht ganz so cool. Kompromisse muss man eingehen. Ja. Aber, ja. Irgendwann hören die Kompromisse halt auf. Deswegen haben meine Beziehungen meistens wahrscheinlich auch nicht lang gehalten. Jeps, der Gruber ist jetzt geflogen. Halt meine Links. Markus, dann erzähl du mal von deiner romantischsten Situation. Nein. Das, erstens bin ich hier der Kommentator. Und ich jetzt nur die. Ihr dürft das sagen, halt, ihr dürft sagen, wenn ich was frag. Aber nicht Fragen stellen, das geht überhaupt nicht. Wieso nicht? Achso. Wir wollen doch ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Die romantischste Situation. Das war. Boah. Ich glaube, das war nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so richtig. Aber lass mich kurz überlegen. Oh ja, das war eigentlich bei der Sonnenfinsternis 2001 oder wann die Totale. Halt, wo es wirklich die Totale gegeben hat. Da war nämlich auch noch gleichzeitig in der Nacht danach ein. Halt, das war ja schon Naturschauspiel ohne Enden. Mit Sternschnuppenhagel und so weiter. Alles auf einem Tag. Und. Ja, da habe ich halt gerade eine Freundin gehabt. Der Tag war gerettet, sagen wir so. Ich hab's. Aber sonst, ja. Romantisch. Romantisch bin ich eh immer halt. Ich bin eh ein Gentleman. Mhm. Was? Ich bin wirklich ein Gentleman. Das wollen die Frauen. Das ist das Problem, das wollen die Frauen meistens nicht. Das glauben mir die wenigstens zwar. Weil ich ja von der Art her anders bin. Ein bisschen. Ja. Aber gerade bei einer Frau, die ich mag, bin ich in Bezug nachher auf Beziehungen wieder ein bisschen anders. Aber ich bin keiner, der so ein Arschkräuter ist, weil das kann ich nicht leiden. Weil der komplett sich umstellt, weil er jetzt eine Freundin hat. Das wäre bei mir unmöglich. Halt, ich würde wahrscheinlich so weiterleben und sie müsste sich ein bisschen, ja, man würde Kompromisse finden. Halt, man findet da irgendwie einen Konsens oder einen Nenner, und wenn man keinen Nenner findet, was meistens der Fall ja war bei mir, sagen wir so, weil es einfach ja relativ kurz gehalten haben zurzeit die Beziehungen, ja, haben wir dann meistens relativ kurze Beziehungen im Endeffekt. Kurz meine ich, die längste war glaube ich 2,5 oder 3 Monate halt. Das ist wirklich kurz und ich bin 25. Ja, hast ja noch Zeit. Ja, schon her, ich mache mir keinen Stress mehr. Ich habe früher hochkomma viel gesucht, aber es hat im Endeffekt blöd genommen oder es war nicht so richtig ja, gebracht oder was. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt wer eine bringt, dann nehme ich es, und wenn man keiner wer eine bringt, ich gehe auch nicht mehr so viel fort wie früher, weil ich das Interesse einfach verloren habe an dem ganzen Zeug. Mir ist das irgendwie komisch. Immer wenn ich fortgehe, gehe ich mit irgendjemand heim, das ist gar nicht cool. Das ist immer jemand anders. Na, das gibt's bei mir nicht. Halt, bei mir sind wirklich Beziehung aufbauen. Beim ersten Mal mit einer gleich, nein. Das ist halt sozusagen, das wäre nix. Ist auch nichts für mich. Beziehungsweise. Zumindest nicht, was das, wenn du jedes Wochenende fortgehst, wie es manchmal betreiben, das wäre überhaupt nichts für mich, weiß nicht. Bin da nicht der Typ dafür. Bei mir aber nur im Sommer so. Weil da kann man es draußen machen, oder was? Hey, wir hatten da die Schilder alle umgefahren.
Da liegen mehr Schilder herum als sonst, als welche, die stehen. Das einzige Wo? Schild, das steht, ist das Nischschild. Jetzt hätte ich sagen können, ja, das ist auch das Wichtigste, weil dann wäre es ja aus dem Schneider gewesen, aber ihr habt euch einfach nichts sagen traut. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Bart hier. Und der Fendt läuft auch dann mit vollem Motor. Den werde ich noch geschwind abstellen, weil sonst haben wir bald keinen Diesel mehr, der nämlich eh schon knapp wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Bart vom LS13 Wheel Projekt. Bis dann, tschüss. Ciao.